ihr Lieben. Heute möchte ich euch die neuen Modelle von Nanga vorstellen. Wir haben nämlich eine ganz tolle neue Lieferung dieser beliebten Baumwollhausschüchchen bekommen. Und weil ihr ganz neugierig wart und schon mit den Hufen geschart habt, zeige ich euch einfach, was wir Tolles haben. Und zwar geht es los. Nanga, viele von euch kennen sie schon, es ist eine österreichische Firma, die ganz fair und freundlich dort produziert. Und zwar aus Biomaterialien. Wir haben jetzt hier in dem Fall reine Bio-Baumwolle. Es gibt auch noch Bio-Schurwollmodelle von Nanga, die kommen dann aber ein bisschen später. Jetzt haben wir ja die Sommersaison. Und für alle, die noch Schüchchen für die Kita brauchen oder auch für den Hort zum Beispiel, bietet euch Nanga dann Schüchchen an von Größe 20 bis, ich glaube, bis Größe 40 oder so locker da. Und ich zeige euch das mal. Das ist jetzt hier so ein Kleinkindmodell. Die brillieren einfach in ihrem Schnitt. Ihr habt hier einen schönen Klett, den ihr ganz weit öffnen könnt. Und so passt auch ein guter kleiner Speckifuß hinein. Und das Niedliche ist, ihr könnt es vielleicht ganz gut sehen, dass sich hier die Motive bei diesem Modell ergänzen. Na, also wir haben hier das Thema zum Beispiel, wilde Tiere. Und hier haben wir zum Beispiel diesen kleinen niedlichen Affen appliziert und die Giraffe an dem anderen Schuh. So können ganz kleine Kinder auch schon sehen, wer kommt an den linken und wer kommt an den rechten Fuß. Dann ist besonders toll an Nanga, dass diese Schuhe extrem leicht und flexibel sind. Das heißt, ihr könnt diese Schüchchen wirklich einrollen und das finden wir super gut. Ihr habt eine rutschfeste Naturkautschuksohle. Ihr habt eine wasserdichte Membran aus PUL. Das ist dieses Polyurethan-Laminat, was der ein oder andere vielleicht sogar von den Stoffwindeln her kennt. Und nichtsdestotrotz ist dieser Schuh halt federleicht. Das heißt, wenn die Kinder die Schüchchen 6, 8 oder 10 Stunden anhaben, werden sie in keinster Weise in ihrer Tätigkeit irgendwie eingeschränkt. Sei es, dass die Kinder vielleicht auf dem Boden sitzen und spielen. Ja, viele Kinder verbringen ja ihre Zeit indoor auf dem Boden und spielen, bauen Bogen auf etc. Und das macht dieser Hausschuh alles mit. Ja? Je nachdem, ob der Schuh einfarbig ist oder eine Applikation hat, kostet er so zwischen 20 und 30 Euro, so Pi mal Daumen in dem Bereich. Und wir haben viele ansprechende Modelle, ja, von ganz dezent bis super verspielt, glitzerig, gefährlich, ja, mit Urlaubsfeeling, ja, mit diesem wunderschönen Toucan, der da drauf appliziert ist. Oder jetzt auch hier für kleine Herzmenschen, ja, mit ganz tollem Glittereffekt obendrauf. Also wirklich für jeden Geschmack ist was dabei. Ich schaue mal noch, ach ja, auch die Einhörner sind wieder da. Auch die waren letztes Mal sehr beliebt. Oder auch zum Beispiel hier Free Willy, der Orca ist da, der nur spielen will. Ja, da habt ihr zum Beispiel auf dem anderen Schuh dann zum Beispiel der Eisberg. Nimmt ihn, solange es ihn noch gibt. Also jetzt auch jetzt hier auf dem Schuh, in Natura sowieso nicht. Achso, und noch so ein kleiner Favorit, so ein All-Time-Favorite ist der Moonstar. Da habt ihr zum Beispiel kleine Monsterchen drauf, deren Augen sogar im Dunkeln leuchten können. Das ist doch mega. Ja, auch ganz wichtig sind hier die Freunde. Ja, heißen Nessie. Ich finde ja eher, das sind so kleine Brontosaurier. Auch diese ganz beliebt auf Olivgrün. Und jetzt auch neu zum Beispiel, finde ich ja mega, hätte ich gern für mich, Azalee. Da habt ihr also Himbeersorbet gepaart mit Koralle. Ja, super gut. Und das Tolle ist an den Schuhen, die Kinder können sie selber sehr leicht anziehen. Ihr habt hier einen elastischen Gummizug. Ihr habt hinten an der Ferse auch nochmal einen Gummi. Und daher passen diese Schuhe sehr gut an schmale bis mittelbreite Füße. Für sehr kräftige Füße passen dann eher die Modelle, die es dann etwas später gibt, das sind dann die Wollmodelle, die auch dann diesen Klett haben, den ich euch am Anfang schon gezeigt habe, bei den ganz kleinen Modellen für die Kleinkinder, die es von 20 bis 26 gibt. So, ihr Lieben, das war jetzt schon mal so ein kleiner Vorgeschmack. Schaut doch einfach bei uns mal im Shop, da findet ihr unsere große Auswahl an allerliebsten Hausschuhen. Adieu!